Damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin es, euer Dennis Zimmerfix. Ja, wir haben uns jetzt ein wenig umentschieden, also ich, weil eigentlich wollten wir jetzt hier mit der Hauptstory weitermachen, doch das Problem ist nicht viel weiter, hier ungefähr 2 Minuten, nachdem ich diese schöne Quest angefangen habe, wo wir Uma finden sollen, ist mir aufgefallen, dass die Quest mit Yennefer gescheitert wäre. Und das finde ich gar nicht schön. Und deswegen will ich auch nicht, dass die Quest scheitert, weil wir wollten die machen, ich wollte die halt ein bisschen später machen. Deswegen werden wir jetzt noch hier kurz die Quest mit Yennefer voranschieben, bevor wir dann Uma finden und dort Krims und Krams und was auch immer machen werden mit dem. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Viech ist. Also das Einzige, was gekommen ist, also ich spoil's einfach mal so viel. Man ist so hingegangen, hat gesagt, ich will Uma und man hat Uma bekommen. Und dann, bevor da irgendwas Wichtiges entstanden war, stand da schon die Quest der letzte Wunsch ist abgebrochen und das wollte ich ja nicht. Weil ich ja definitiv was hier... Hey! Jen? Was ist das denn da schon wieder? Ey, du kannst dir echt Freunde machen. Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Die haben mich provoziert. Mhm, hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ipsis, ein Experte für Djinns. Schon mal von ihm gehört? In der kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Wissen Sie, was mit ihm passiert ist? Die Leute hier sagen, sie hätten sein Schiff zuletzt vor Hindasfjall gesehen. Und dann brach ein gewaltiger Sturm los. Dann ist er jetzt wohl Fischfutter. Nicht unbedingt. Ich muss wissen, was aus ihm geworden ist. Warum? Kanntest du ihn? Nein, es geht mir auch nicht um den Magier, sondern um den Djinn. Warum interessiert er dich? Djinns können gefährlich sein und sind immer hinterhältig. Ich weiß, aber die Vorteile überwiegen das Risiko. Wenn ich einen Djinn zähmen kann, bedeutet das unglaubliche Macht. Das könnte uns eines Tages nützlich sein. Bist du sicher, dass dieser Magier einen Djinn hatte? Seine Bücher deuten darauf hin. Er beschreibt, wie er einen gezähmt und Kraft aus ihm gezogen hat. Mit einem Djinn wäre ein Sturm kein Problem. Er könnte sich einfach etwas wünschen. Vielleicht hatte er keinen Wunsch mehr übrig. Oder es ist etwas Unerwartetes passiert. Also gut. Was genau erwartest du von mir? Du musst mir helfen, diesen Djinn zu finden. Ich kann dir kein Gold anbieten, aber ich werde dir auf ewig dankbar sein. Wenn das so ist, dann helfe ich dir eben. Ich danke dir. Im Hafen wartet ein Boot auf uns. Komm. Okay. Die Yen hat ja schon wieder schöne Geschichten auf. Erst irgendwelche mystischen Masken, mit denen hier... Eine hier Valhalla oder Ragnarok oder wie die es auch immer hier nennen wollen, heraufbeschwören. Jetzt hat sie hier einen Djinn. Ach, Yennefer, du bist schon gut. Dann Nekromantie. Wieso haben wir Yennefer gleich nochmal 2 Spiele lang gesucht? So, weil so schön, sie hat immer wieder schöne Überraschungen von uns. Hey, hier sind doch unsere Freunde, die Banditen hier. Hey! Torda, mein Kumpel! Jen, wo bist du denn? Da oben. Geralt, hier drüben! Ja, wo bist du denn? Ja, komm halt! Go, go, go! Komm, der Hafen ist nicht weit. Ja, ich bin doch schon da! Komm, Yennefer, ich muss hier mal ein bisschen Speed machen. So, komm, zack! So wie der Geralt hier, so. Oh, und jetzt kommen wir hier segeln, oder? Wunderbar! Das Schiff mit dem Djinn ist irgendwo hier gesunken. Nicht gerade sehr präzise, die Spur. Ich wirke einen Zauber auf unser Boot. Dann wissen wir, ob unter uns irgendwelche Wracks liegen. Also gut, ran an die Arbeit. Was dagegen, wenn ich steuere? Habe ich denn eine Wahl? Nein. Habe ich eine Wahl? Natürlich nicht. So, soll ich jetzt segeln oder segel? Ach, ich dachte, sie segelt jetzt. Okay, komm, Steuer übernehmen. Lass mich da. Er kann sie nicht hinsetzen. Er hat halt Angst, weil ich eine Fahrt. Die ist ja schon
eindrucksvoll hier. So, ich fand aber wirklich am besten hier, was hat der Gerrit gesagt natürlich? Das gleiche, was ich gesagt habe. Jen, du kannst dir freuen. Wie lange soll ich noch warten? Können wir endlich los? Ja, es geht ja nicht. Ah, sorry. Gerrit, kannst du wieder hoch? Dankeschön. Die hat hier, ich glaube, es liegt an ihrem Arm, weil den hat sie irgendwie so merkwürdig. Boah, diese Boote, Mann. Steigst du jetzt ein oder nicht? Leute, The Witcher buggt schon wieder. Das ist nicht lustig, das ist nicht cool und das nervt eigentlich nur. So, versuchen wir es nochmal. Geh mal da ins Boot. Geh mal dahin. Geralt, wie lange soll ich noch warten? Können wir endlich los? Dann drücken wir XXXXX und es passiert nichts. Können wir unser Boot hypnotisieren? Dass es uns vielleicht hilft? Ach mein Gott, Leute. Das ist doch nervig, sowas. Steigst du jetzt ein oder sei ruhig. So, ich lade jetzt einfach nochmal neu. Dann versuche ich es nochmal. Vielleicht erlaubt mir das Spiel dann hier, mich draufzusetzen. Bis gleich. So, es geht wieder weiter. Nach hier 5 Minuten Rumspielerei habe ich herausgefunden, was man tun soll. Aha, man soll sich auf die andere Seite setzen. Ich dachte, ich setze mich jetzt zu Yennefer ganz entspannt, aber dann halt nicht. Ey, Yennefer, du wirst mir immer unsympathischer. Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Djinn so eine gute Idee ist. Wir haben schon einmal einen erwischt. Weißt du nicht mehr? Doch, klar. Rittersporn hat dabei fast seine Stimme verloren. Zum Glück hat dein Exorzismus sie gerettet. Das war sehr poetisch. Ja, woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Beschwörung Hau ab und fick dich selbst bedeutet? Hättest du mal Fremdsprachen gelernt? Ziehst du mich jetzt den Rest meines Lebens damit auf? Natürlich. Dein letzter Wunsch hat dir genau das gesichert. Ich habe mir gewünscht, dass wir immer zusammenbleiben und nicht, dass du dich über jeden meiner Fehler lustig machst. Pass auf, was du dir wünschst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du ihn mit allen Konsequenzen akzeptieren. Natürlich. Und was deine Fehler angeht, ich wüsste nicht, warum ich nicht darüber lachen sollte, wenn sie amüsant sind. Da ist irgendwas. Auf dem Grund. Hier ist es zu tief. Du kannst nicht so lange tauchen. Du unterschätzt mich. Andererseits, darum habe ich dich um Hilfe gebeten. Ich wirke einen Zauber. Er wird deinen Herzschlag für kurze Zeit verlangsamen, damit du länger unter Wasser bleiben kannst. Esat ech krüde erythaun. Geschafft. Sei vorsichtig da unten. Ertrunkene, Wasserweiber oder vielleicht doch, keine Ahnung. Ich weiß noch was viel Schlimmeres. Wir werden es gleich herausfinden. So, dann schauen wir mal. Da unten ist doch der Eingang schon mal. So, komm, Geralt, tauchen. Immer tiefer. So, was leuchtet hier so mysteriös? Nichts. Okay, Monster. Und, wie läuft's? Jen, ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Streng genommen tue ich das gar nicht. Ich nutze Telepathie. Außerdem hast du doch nichts zu verbergen, oder? Und falls doch, würde ich es bestimmt nicht zugeben. Siehst du irgendwas Interessantes? Ein Schiffswrack und eine Höhle. Da werde ich mal reinschauen. Und viele Ertrunkene. Damit uns natürlich auch nicht langweilig wird. Zum Glück habe ich herausgefunden, dass man hier die Armbrust benutzen kann unter Wasser. Ansonsten wird dieser Abschnitt ganz schön schwer sein. Boah, Drecksviech. Ja, du bist lustig. Ich merke das schon. Alter! So, der Typ, Mann. Haut da ab, ohne die geringste Möglichkeit, den zu treffen. Was ist denn das für einer? So, da ist schon mal. So, untersuchen. Zerfetzte Planken und einen ganzen Schwarm Ertrunkener. Wahrscheinlich wurden sie von den Leichen der Besatzung angelockt und jetzt haben sie hier ihr Nest. Da ist doch eine Galionsfigur vom Clan Brummond. Das ist das falsche Schiff. Komm wieder hoch. Nö? Nee? Was? Das falsche... Yennefer, ich mag den nicht. Du kommst mir mit so merkwürdigen Sachen und dann, oh, es war hier das falsche Schiff. Entschuldigung. Sorry. Wollte ich nicht. Mädel. Ja gut, ja, dann müssen wir hier wieder weg und suchen wir das nächste untergegangene Schiff. Wir haben eine Zeit, Leute. Wir müssen ja eine Ziere retten. Vielleicht die Welt vor der wilden Jagd retten. Ach komm, wir haben es. Oh, Ertrunkene.
Cool. Ich denke mir, was ich jedenfalls so denke, wenn da einfach so ein paar Drucken in der Hose hochkommen. Okay, dann segeln wir mal weiter. Hilf mir einfach, den Djinn zu finden. Okay, gut. Dann warten wir einfach mal, wo die Erde von uns das nächste Schönes hinbringt. Was denn? Wünschst du dir ein schönes Haus, einen Palast und eine Krone? Reden wir noch immer über den Djinn oder sind wir jetzt bei einem sprechenden Fisch gelandet? Eigentlich ist das ja egal. Beide erfüllen Wünsche. Was sind deine? Das wirst du noch früh genug erfahren. Aha, okay. Fällt euch auf, dass hier das Wasser langsam ein wenig, ja, wüst wird? Okay, das ist der nächste schöne Ort, den wir erkunden sollen, oder? Noch ein Wrack. Mal sehen, ob unser Djinn da unten ist. Gut, whoppa, und runter mit dem Geralt. So, tauchen. So, schauen wir gleich mal, was da wieder... Oh, ein sich. Bestenfalls halt nur einer trocken, das wäre super. Das Holz ist morsch. Sieh dich um, aber pass auf. Ein Skelett. Jemand hat den Schädel mit einer Axt am Deck aufgespießt. Ein würdiger Tod für einen Skelliger. Das Abzeichen deutet auf den Clan Demon hin. Der war also von Faro. Hier ist was. Der Schild eines Skelligers. Mit Symbolen vom Clan Heimei. Donas Clan. Dona hat noch in die Windeln geschissen, als dieser Schild hier gelandet ist. Jen, ich glaube nicht, dass eines dieser Boote dem Magier gehörte. Das sind alles Gedankenschiffe. Dann komm zurück. Wir müssen woanders suchen. Gut, das Schiff war es also auch nicht, aber immerhin haben wir keinen Ertrunkenen getroffen. Gut, dann gehen wir jetzt zu Jennifer zurück ans Boot und aufs Boot und schau mal, wo sie uns als nächstes Schönes hier hinführt. Ich bin gespannt, was sie sich wünscht. Dürfen wir uns auch was wünschen? Ich wünsche mir ein Happy End. Es ginge noch schneller, wenn du mir hier unten helfen würdest. Ich hab lieber von hier oben alles im Blick. Ja, so wie damals, als wir den goldenen Drachen gesucht haben und eine Lawine uns erwischt hat. Als ich mich an den Überresten einer Brücke festgehalten habe und du an meinem Latz hingst und die Aussicht genossen hast, du erinnerst dich? Der Abgrund war wirklich atemberaubend. Die rauschenden Bäume, der Bach in der Tiefe. Ja, ich weiß noch. Aber was ich vor der Nase hatte, fand ich noch besser. Tja, einfach. Keck ist Shisho. Keck ist sie definitiv. Okay. Da ist dann die nächste Fundstelle. Ein großer Ort. Boah, hoffen wir mal, dass er sich hier noch was finden lässt. Und da ist etwas am Grund. Ich sehe mir das mal an. So. Auf der Füße mit dem Geralt. Können wir uns eigentlich quennen? Natürlich kommt es nicht quennen. Ich dachte, wir können quennen und tauchen dann ab. Das wäre super, wenn es gehen würde. So. Oh, one shot. So. Hier ist so neblig hier. Also das Wasser ist so dicht hier, dass man wirklich nichts sehen kann. Hexersinne, jetzt enttäuscht mich nicht. Ich hab da doch gerade was markiert gesehen. So. Oder auch nicht. Ich sehe nämlich wirklich gar nichts irgendwie. Ah, da unten. Ein riesiger Krater, als wäre hier ein Meteorit eingeschlagen. Das muss ich sehen. Kommst du auch ins Wasser? Nein, ich wirke noch einen Zauber, damit ich mit deinen Augen sehen kann. Entspann dich. Eizu fete beidem en echte ilvaid. Das ist kein Meteoritenkrater. Was denn dann? Der Effekt einer Teleportation. Irgendeine Macht hat einen Teil des Meeresbodens samt Felsen und allem im Teleportationsbereich herausgeschnitten. Ich habe schon immer gesagt, Portale wären gefährlich. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Such nach irgendwas, in dem ein Djinn sein könnte. Na gut, aber geh mir erst aus den Augen. Ist einfach zu eng für uns beide. Eizu fete beidem en echte ilvaid. Irgendwas hat diesen Korb in genau zwei Hälften geschnitten. Silber, mit Perlen besetztes Besteck. Dieses Schiff muss einen verdammt reichen Eigentümer gehabt haben. Amos war nicht arm. Gut möglich, dass es sein Schiff ist. So, geht mir aus den Augen, Jennifer. Guter Satz. So, schauen wir mal. Da ist wieder so ein Eimer, aber... Ah nein, zerbrochenes Siegel. Aber hier ist was anderes, das dir gefallen dürfte. Nämlich? Ein halbes Siegel. Das ist gut. Komm wieder hoch. Okay, ich hoffe, mit dem Siegel kann sie irgendwas anfangen. Und ich hoffe, wir müssen dann hier nochmal irgendwo ganz tief runterdauen. Hey, Jennifer, chillt da oben.
Lass mich durch deine Augen schauen. Und wow, und wir können hier uns durchschwimmen. Schau dich an, ich sehe ja gar nichts. Da könnte jetzt so ein riesiger Hai oder was auch immer direkt vor mir sein. Ich würde ihn nicht sehen. Ich sehe ja kaum das Schiff da oben. Das Bütlein hier. Ach Leute, es läuft schon wieder sehr gut. Bevor wir jetzt aber weitermachen und schauen, was die Jennifer ja noch so für uns parat hat, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es weiter mit The Witcher 3. Bis dann. Ciao.